Hallo, in diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr noch einen neuen Controller erstellt. Diesmal aber nicht manuell hier über das Programmieren, sondern über die Kommandozeile. Und zwar werden wir hier dieses User Model, hier werden wir einen Controller und die passenden Views dafür bauen. Ich werde gleich noch ganz kurz hier drauf eingehen. Ja. Wenn wir das dann gemacht haben und dann werde ich in den folgenden Tutorials euch kurz zeigen, wie man Beziehungen zwischen den verschiedenen Models aufbauen kann. Also wie gesagt, hier die neue Users-Tabelle. User, also ein User hat eine ID, einen Benutzernamen, ein Passwort, einen Modified und Created wieder, dass wir sehen, wann der Benutzer was geändert hat. Und eine Group-ID, das hier ist eigentlich das Wichtige. Hier ist wieder eine neue Namenskonvention, und zwar Group-ID. Group Singular, weil es sich nur auf eine Gruppe bezieht, nicht Plural. Wenn hier dann in Group-ID eine ID steht, zum Beispiel 4, dann ist es ein Admin. Das werden wir dann später in einem anderen Tutorial mit der Out-Komponente verbinden. So, wenn wir das gemacht haben, dann kommt der schöne Teil von CakePHP, und zwar die Konsole. Das Einrichten ist manchmal ein bisschen komplizierter, aber wenn es dann mal funktioniert, hat man wirklich viele Vorteile. Im ersten Tutorial habe ich schon mal kurz was dazu gesagt. Ihr braucht eigentlich nur PHP. Den Codeline Interpreter für Windows gibt es da, glaube ich, nicht alleinig nur den Codeline Interpreter, da müsst ihr mal alles runterladen. Unter Linux kann man da einfach in der Paketverwaltung PHP CLI eingeben und dann findet er automatisch den richtigen. Hier ist wichtig, wenn ihr euch die komplett neueste Version runterladet, dann habt ihr Fehler mit CakePHP. Die Fehler machen aber auch nichts. Das sind nur Warnungen, also CakePHP, das Zeug wird trotzdem ausgeführt. Es kommen nur unschöne Fehler in der Konsole. Aber ich wollte jetzt nicht eine veraltete Version benutzen, deswegen habe ich auch die neueste und habe keine Probleme damit. Wenn ihr das runtergeladen und installiert habt, dann müsst ihr noch den Pfad anpassen, habe ich auch schon mal im ersten Video gesagt. Ich werde da nochmal ganz kurz drauf eingehen, und zwar geht hier einfach in das Verzeichnis von eurer Cake-Installation in Cake-Konsole. Dann bearbeitet ihr hier die Batch-Datei. Hier bei Working müsst ihr den absoluten Pfad zu eurer Applikation eingeben. Das ist wichtig, Applikation, nicht Konsole. Also zwei Ordner drüber, hier in dieses müsst ihr rein. Wenn ihr das gemacht habt, sollte das eigentlich funktionieren. Es gibt aber ein Problem mit Windows Vista und Windows 7. Das könnt ihr umgehen, indem ihr hier einfach mal auf die Benutzerkonten geht und hier die Benutzerkontensteuerung ausschaltet. Wenn ihr das nicht macht, habt ihr Probleme in der Kommandozeile mit der Berechtigung und könnt den PHP-Code nicht richtig ausführen. Ja. Wie gesagt, den Regler ganz nach unten ziehen. Dann habt ihr da keine Probleme mehr mit. So, dann per Windows R könnt ihr auf den Ausführen-Dialog zugreifen. Steht auch hier irgendwo ein Zubehör, glaube ich, drin. Habt ihr das gemacht? Müsst ihr hier jetzt zu eurem Pfad navigieren. CD, dann der Pfad. Das war hier XAMPP. HTDocs. Tut Cake Konsole. So, jetzt sind wir hier in meinem Konsolenverzeichnis und da gibt es jetzt einfach nur mal Cake Bake ein. Das dauert jetzt kurz. So, wie ihr seht, hier oben werden Wildfehler ausgegeben, aber das sind nur Warnungen. So, und er fragt mich jetzt, was ich backen will. Und zwar will ich es Model zu Users backen. Deswegen gebe ich hier einfach mal M ein. Fragt er mich, welche Datenbankkonfiguration er benutzen soll. Er soll die Default benutzen.
Und jetzt zeigt er mir automatisch an, welche Model ich in dieser Datenbank zur Verfügung stehen habe. Das ist einmal Groups und einmal Users. Hat er hier automatisch umgeformt. Wir drücken die 2, weil wir die Users-Datenbank, also das Model davon haben wollen. Nein. Die Validation wollen wir selbst machen. Hier, wenn ihr Ja drücken würdet, würde euch fragen, für welches Modell ihr welche Validation haben wollt, für welches Eingabefeld. Ich will das aber manuell machen, dass man das besser erklären kann. Hier könnte man rein theoretisch schon die Bezüge zu Groups festlegen, habe ich noch nie gemacht, weil ich hier mit der Konsole nicht ganz klar komme und weil ich auch glaube, dass es einfach sicherer und besser ist, wenn man das wenigstens die Bezüge selbst herstellt, dass da nicht irgendwie was falsch dann drin steht. So, das schaut okay aus. Simple Test brauchen wir nicht. So, das ist das Model schon erstellt. Ich weiß nicht, ob NetBeans das automatisch aktualisiert. Wir können ja mal schauen. Ja, hier seht ihr es. Users ist schon drin. Ihr seht, eine simple Model-Datei. Aber ja, spart man sich trotzdem so einiges. Vor allem, wenn man dieses Validation, das Zeug gleich hier in der Konsole macht. Wie gesagt, das will ich aber genauer ansprechen. Ich denke, das ist auch selbsterklärend. Dann wollen wir hier natürlich noch den Controller dazu bauen. Deswegen geben wir einfach ein C ein. Wieder die normale Datenbankkonfiguration. Und zwar zu Users wollen wir den Controller. Ja, wollen wir. Nein, wollen wir nicht. Ja, wollen wir. Da spart man sich jetzt wirklich viel Zeit. Das ist das, was wir in den letzten 5 Tutorials gemacht haben, macht er jetzt mit einem. Nur, dass hier noch View dazukommt. Das ist die Einzelansicht von einem Eintrag. Das haben wir bei Groups nicht gebraucht, weil eine Group nur einen Namen hat. Deswegen fand ich es da ein bisschen überflüssig, nochmal ein extra View dazu zu bauen. Und auch eine extra Action. Admin Routing, dazu werden wir später noch kommen. Brauchen wir hier vorerst nicht. Es gibt verschiedene Helper-Klassen in CakePHP. HTML-Helper haben wir schon benutzt, zum Beispiel für einen Link. Den Form-Helper haben wir auch schon benutzt. Es gibt noch andere JavaScript-Helfer und ja, mir fällt es gerade nicht ein, aber es gibt noch ein paar mehr. Die brauchen wir jetzt vorerst nicht. Komponenten benutzen wir auch nicht, dazu kommen wir auch vielleicht im späteren Tutorial. Flash-Messages wollen wir setzen. Wird automatisch die Session-Komponente hier eingebunden. Das schaut gut aus. Testfiles wollen wir wieder nicht baiten. So, wie ihr seht, hier unser Users-Controller ist schon fertiggestellt, hat schon alle Funktionen, die wir eben so mühsam geschrieben haben. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Views. Wir wollen wieder Default benutzen. Wieder Users. So. Jetzt schauen wir mal in Views. Users. Und wie ihr seht, sind da schon viele Dateien. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal im Browser anschauen, aufrufen können wir es wieder über den Controller, Users. Dann sehen wir, dass CakePHP uns schon eine wirklich schöne Ansicht hier gebacken hat. Jetzt geben wir hier mal einen Testbenutzer ein. Test. Group, seht ihr, da wurde jetzt noch nichts referenziert, weil wir die Zugehörigkeit noch nicht festgelegt haben. Submit, wie ihr seht,
wurde der Antrag hier erfolgreich angelegt. Ich stelle jetzt gleich nochmal einen anderen Antrag rein, nur um was zu zeigen. Und zwar hat KriegPHP hier automatisch eine Sortierung angebaut. Ist wirklich eine sehr coole Sache, finde ich. Ja. Andere Sache ist hier unten die Pagination, oder wie man das ausspricht. Der leitet automatisch dann weiter, wenn es zu viele Einträge für eine Seite werden. Okay, a few, wie gesagt, habe ich jetzt im Groups Controller nicht gemacht, weil es unnötig ist, da steht ja fast nichts drin. Hier ist es schon sinnvoller, vor allem wenn man dann noch Vorname, Nachname, was weiß ich, ICQ-Nummer, keine Ahnung, hinzufügt. Edit und Delete ist wieder genauso wie auch davor. Vielen Dank fürs Zuhören und weiter geht's dann im nächsten Tutorial mit den Zugehörigkeiten der User zu den Gruppen. Jo, ciao!